In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Großeinsatz für die Feuerwehren Dierdorf und Selters am gestrigen Abend auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten via Notruf einen brennenden Autotransporter. Beim Eintreffen der Polizei sowie Rettungskräfte stand der Anhänger des Transporters inklusive 5 hochwertigen Gebrauchtwagen bereits lichterloh in Flammen. Nach Angaben des Lkw-Fahrers war ein Reifen des Anhängers geplatzt, worauf das Fahrzeug sofort in Brand geriet. Das Feuer griff sehr schnell auf den Rest des Anhängers über. 4 der insgesamt 7 geladenen Autos sind dabei vollständig ausgebrannt. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb glücklicherweise unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf stolze 350.000 Euro. Die eingesetzten Feuerwehren Dierdorf und Selters konnten den Brand zwar rasch löschen, ein Totalschaden des Anhängers und der transportierten Fahrzeuge war jedoch unvermeidbar. Besonders hervorzuheben ist hier, dass die Reifen am Anhänger erst vor kurzem erneuert worden waren. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahn konnte erst gegen 2:30 wieder für alle Fahrspuren freigegeben werden. In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren.